Hallo, liebe Unterstützende der Nevin-Subottit-Stiftung. Heute möchte ich euch persönlich über einen wichtigen Schritt informieren, den wir in wenigen Wochen gehen werden. Wie ihr wisst, haben wir im letzten Jahr unser zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Seit 2012 konnten wir durch eure Unterstützung über 450 Projekte fertigstellen. Damit haben wir gemeinsam mit euch das lebenswichtige Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung für 200.000 Menschen realisiert. Inzwischen bringen zehn Mitarbeiterinnen auf zwei Kontinenten ihre Kompetenzen ein. Dazu unterstützen uns Dutzende Ehrenamtliche als Botschafterinnen und Volunteers. Knapp 30.000 Spenderinnen haben sich bisher wirksam eingebracht. Was 2012 als Einmannstiftung am Küchentisch in Dortmund begann, ist inzwischen zu einer anerkannten Organisation im deutschen Entwicklungssektor gewachsen. Und sie ist größer geworden als die eine Person, die sie gegründet hat. Diese Teilhabe aller an der Entwicklung wird sich zukünftig auch in unserem Stiftungsnamen widerspiegeln. Anstatt den Namen einer einzelnen Person zu tragen, werden wir unsere Ziele in den Fokus rücken. Wir möchten bereits im Namen deutlich machen, worum es uns geht, nämlich um die Sicherung der Lebensgrundlagen, den Zugang zu sauberem Trinkwasser, ein Leben mit Gesundheit, Selbstbestimmung und Würde. Bereits in wenigen Wochen werden wir in der Öffentlichkeit offiziell unseren neuen Namen verkünden. Doch jetzt sind wir unter uns und deshalb wollte ich ihn euch schon vorher anvertrauen. Die Ableitung des Namens ergibt sich aus dem englischen Begriff für Sicherung der Lebensgrundlagen, nämlich Welfare. Und da dies unser Ziel ist, haben wir die Schreibweise an uns angepasst und heißen ab sofort Welfare. Well bedeutet Brunnen, Quelle oder etwas Gutes. Und das Fair steht für Fairness. Die Umbenennung ist ein Schritt, mit dem wir uns lange auseinandergesetzt haben und es fühlt sich seit dem Tag der Entscheidung richtig an. Außer dem Namen ändert sich nichts. Unsere Werte, Ziele und Überzeugungen bleiben genauso, wie sie waren und ich werde mich weiterhin mit ganzem Herzen der Stiftung widmen, genauso wie immer und ich verspreche, dass mein Team das auch tun wird. Auch unser 100% Versprechen bleibt ein fest verankertes Prinzip. Jede Spende wird weiterhin zu 100% in die Projektarbeit vor Ort eingesetzt werden. Es sind noch immer knapp 800 Millionen Menschen weltweit, die ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser leben. Und es bleibt auch unsere Verantwortung, das zu ändern. Trotz einem Fortschritt in den letzten Jahren ist uns klar, dass es noch enorm viel zu tun gibt. Und der Herausforderung widmen wir uns auch weiterhin. Unser neuer Name wird uns dabei helfen. Unser großes Ziel ist es, bis 2025 300.000 Menschen zu erreichen. Ich danke euch sehr für euer Engagement. Herzliche Grüße aus Dortmund.